Nein, Warren, ich halte das für eine ausgezeichnete Idee. Und für BJ ist es vielleicht die letzte Chance. Wenn Sie es nicht schaffen, schafft es keiner. Nein, das meine ich ernst. Ich weiß, Sie tun, was immer Sie tun können für BJ. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe. Gut, also halten Sie mich auf dem Laufenden, ja? Und wenn Sie Reese oder mich brauchen, sagen Sie Bescheid. Okay. Ja, viel Glück. Guten Abend. Oh Gott, sorry. Ja. Keine Ahnung. Ich hab dich gar nicht reinkommen hören. Vermutlich, weil du wieder mal tausend Dinge gleichzeitig gemacht hast. Mit wem hast du denn da gerade gesprochen? Mit Warren. Er und dein Vater arbeiten mit großem Eifer an einer neuen Verteidigungsstrategie für BJ. Und, haben Sie schon was erreicht? Leider nein, noch nicht. Aber ich gebe nicht auf. Ich meine, ich bin überzeugt, wir schaffen es so, wie Sie sich alle bemühen. Was sollte da noch schiefgehen? Klingt ziemlich naiv, was? Nein. Aber ich denke, mit diesem Optimismus betäubst du nur deine Angst. Wegen der Kekse? Mhm. Oh nein, nein. Ich hatte nur auf einmal so einen Heißhunger auf irgendetwas Süßes. Schlimm, so durchschaubar zu sein. Ja, ich habe große Angst, Zeug. Mom, BJ ist keine kaltblütige Mörderin. Zwar habe ich nicht gesehen, was da draußen in der Wüste geschehen ist, aber ich kenne meine Schwester, sie hat es nicht getan. Und irgendwie kommt die Wahrheit an den Tag, da bin ich absolut sicher. Wirklich? Dann frage ich mich, warum du so niedergeschlagen wirkst. Ich? Mhm. Das war nur der Heißhunger auf irgendetwas Süßes. Nein, irgendetwas bedrückt dich. Und offensichtlich hat es nichts mit deiner Schwester zu tun. Willst du vielleicht darüber reden? Dr. DeAngelis? Sie sollten aber... Nein, nicht nötig. Kaffee genügt mir. Sicher schläft er noch eine Weile und Sie sollten sich auch einmal ausruhen. Nein, ich werde lieber hier bleiben. Er ist fieberfrei und sein Zustand ist stabil. Wie es aussieht, ist er über den Berg. Ja, er hat alles gut überstanden. Er ist offenbar ein zäher Bursche. Werden Sie es ihm sagen? Ich bin mir nicht sicher. Die Frage ist vor allem, wie? Soll ich vielleicht sagen, hallo, du bist bald wieder gesund und... Ach ja, und übrigens bist du mein Sohn. Es ist sicher nicht leicht, Doktor. Also ich lasse Sie jetzt allein. Sie haben sicher über vieles nachzudenken. Tja, wenn ich nur wüsste, was ich machen soll. Soll ich dir die Wahrheit sagen? Oder wäre es besser für dich? Wäre es vielleicht besser für uns beide, wenn ich es für mich behalten würde? Ted? Oh. Oh mein Gott, was ist denn nur passiert? Oh. Ted? Ted, wo bist du? Oh. Wo sind wir hier eigentlich? Antworte, du machst mir Angst. Ted? Oh mein Gott. Ted! Ted! Thank you.
Station 4, ja? Kleinen Moment, ich stelle Sie durch. Entschuldigen Sie, hat sich vielleicht ein gewisser Sawyer Walker hier gemeldet? Nicht bei mir jedenfalls, nein. Die Besuchszeit ist übrigens vorbei. Oh, ich komme auch nicht wegen eines Patienten. Ich bin nämlich Aurora DeAngelis. Die Tochter des Doktors? Ja, genau. Oh. Und ich bin hier, um ihn mit einem kleinen Snack zu überraschen. Was für eine tolle Idee. Er vergisst immer das Essen vor lauter Arbeit. Ja, kann ich mir vorstellen. Wissen Sie zufällig, wo er steckt? Ja, er ist bei seinem, bei einem Patienten, der ihm Sorgen macht. Oh ja, verstehe. Haben Sie im Moment sehr viel zu tun? Nicht übermäßig viel. Würden Sie mir dann vielleicht schnell ein bisschen beim Anrichten helfen? Aber mit Vergnügen. Danke. Willkommen unter den Lebenden. Sie haben uns ganz schön erschreckt. Sie haben die Medikamente nicht vertragen, die ich Ihnen verordnet hatte. Wie fühlen Sie sich jetzt? Was denn du? Dann weißt du, wer ich bin. Wie hast du mich gefunden? Was soll ich dazu sagen? Du wurdest hier eingeliefert und ich hatte gerade OP-Dienst. Oh, keine Angst wegen der Infusionsschläuche. Die kommen morgen ab, dann darfst du wieder essen. Geht's dir soweit gut? Lass es sein, ja? Spiel den netten Doktor denen vor, die nicht wissen, wie du wirklich bist. Ich verzichte auf deine Hilfe. Wieso bist du hier und nicht in Italien? Was interessiert dich das? Komische Frage. Du bist immerhin mein Sohn. Und vermutlich bist du genau deswegen in Santa Barbara. Also lassen wir die Spielchen, okay? Sag mir einfach, was du von mir willst. Irgendeine Spur von Ted? Nein. Dein Verlobter scheint dich offensichtlich versetzt zu haben. Du bist wirklich reizend, Rafe. Du nutzt aber auch jede Gelegenheit für einen Seitenhieb auf Ted und am besten gefällt es dir, wenn du dabei auch mich triffst, hä? Tut mir leid, Lily. Ich weiß einfach nicht, wie ich mich verhalten soll. Angesichts der Tatsache, dass du Ted Capwell heiraten willst. Da hast du ja Glück. Du möchtest wissen, wie man damit fertig wird, wenn der Mensch, den man liebt, jemand anderen heiratet? Ich kann's dir erzählen. Machst du es deswegen? Um dich zu rächen wegen Lisa? Ich enttäusche dich ungern, aber es hat nichts mit dir zu tun. Glaubst du wirklich, dass dieser Mann dich glücklich machen wird, hm? Ja, das tue ich. Du denkst, dass er dich wirklich liebt? Kaum zu fassen, nicht? Wie kann mich einer lieben? Unbegreiflich. Nein. Nein. Du weißt, das habe ich nicht gemeint. Aber Ted Capwell ist nicht der Richtige für dich. Ich sage dir, er ist... Er ist was? Was, Rafe? Was ist er? Ich sag dir, was Ted ist. Er ist attraktiv, er ist clever und er ist reich. Und ich vertraue ihm. Was ich von dir nicht unbedingt behaupten würde. Vertrauen sollte man nicht leichtfertig verschenken, Lily. Ted verbringt eine Menge Zeit mit Angela Cassidy. Er ist vielleicht gerade jetzt mit ihr zusammen. Ist er nicht. Und selbst wenn es so wäre, Rafe, was bitte ginge dich das an? Du fragst, ob diese Ehe das ist, was ich mir wünsche? Oh ja, und ob sie das ist. Weißt du, ein Leben als Lily Capwell ist allemal besser, als rumzusitzen und mit dem Schicksal zu hadern, während du und Lisa unzertrennlich seid, ihr und eure Babys. Was ist? Was? Ach, nichts. Nicht doch, du warst gerade so schön in Fahrt, also weiter. Entschuldige, aber ich muss Ted suchen. Hey, jetzt warte doch mal. Da war irgendwas in deiner Stimme bei dem Wort Baby. Weißt du irgendwas über Lisa und mein Baby? Dann erzähl's mir. Lily, was weißt du? Sag's mir. Komm schon, Ted. Komm endlich zu dir. Na, mach schon. Wach auf, Ted. Komm schon, ich bitte dich. Oh, na also, Gott sei Dank. Kannst du mich hören?
Verstehst du mich? Hallo. Hallo, mein Liebling. Hallo. Weißt du, wer ich bin? Angela mit dem goldenen Haar. Ja, gut. Sehr gut. Wo sind wir hier? Naja, ich schätze, wir sind in einem stillgelegten Grubengang. Irgendwie hat sich auf einmal die Erde aufgetan und uns verschluckt. Eingebrochen? Wir sind eingebrochen? Ja, ganz offensichtlich. Siehst du, ich hab dir gesagt, dass du mir nicht folgen sollst, aber du wolltest ja nicht hören. Ich weiß, ich hätte es nicht tun sollen. Und ich stolper dir wie ein Idiot nach. Dafür sitze ich jetzt hier unten. Es ist nicht meine Schuld gewesen, nicht meine Schuld. Was? Es war nicht meine Schuld. Du warst ja mit meinem Dad verabredet und wärst du hingegangen, wäre jetzt alles bestens und in Ordnung. Stimmt doch, oder? Was fällt dir ein, so mit mir zu reden, Ted? Wieso, ist doch wahr. Das steht dir nicht zu. Ich frag mich, warum ich dich nicht einfach hier liegen lasse. Warte mal, warte, was machst du denn? Wo willst du denn hin? Irgendwohin, wo ich dein dummes Gerede nicht mehr hören muss. Dieser Tunnel muss doch irgendwo hinführen. Was ist? Siehst du irgendwas? Nein. Oh mein Gott. Wir müssen wohl tiefer gestürzt sein, als ich dachte. Warte mal, warte auf mich. Ich komm mit. Was denn? Oh Gott. Was ist denn? Was hast du? Was ist denn? Da. Mein Bein. Nicht anfassen. Nicht. Oh Gott. Ted? Was? Scheint gebrochen zu sein. Nicht ehe du mir sagst, was du über das Baby weißt. Ich sagte nicht Baby, ich sagte Babys. Ist doch immerhin möglich, dass du und Lisa noch mehr Kinder haben werdet. Was wird inzwischen aus mir? Was fange ich inzwischen an mit meinem Leben? Lily, aber Ted Capwell zu heiraten ist nicht die Lösung. Ach, und du meinst, dass du das zu entscheiden hast? Glaub mir, ich könnte weit Dümmeres tun. Ich habe da Erfahrung. Und du erst recht. Na toll. Nur zu, hack immer schön auf Lisa rum. Was meinst du, wird das bringen, hä? Verdammt, was erwartest du denn von mir? Vielleicht dürfte ich dir mal einen guten Rat geben. Statt dir den Kopf zu zerbrechen über meine Beziehung zu Ted, befass dich lieber mit deiner eigenen Situation. Denk in aller Ruhe nach. Was weißt du überhaupt von dieser Frau, die du geheiratet hast? Lily. Lily, was soll das? Warum machst du das? Du stellst dich dahin und erzählst mir, ich wäre zu vertrauensselig. Was ist denn aber mit dir selbst? Hast du gar keine Fragen an Lisa? Wenn ich du wäre, würde ich welche stellen und auf Antwort bestehen. Lily. Ja, also, dann geht's wohl um dich und Aurora. Ja, richtig. Und, eine gewisse Sache. Hä? Komm schon, Mom, ich werde dir das doch nicht erst buchstabieren müssen. Ich meine, nein, ich verstehe. Die gewisse Sache. Du meinst also, dass ihr darüber nachdenkt? Mom, damit will ich sagen, wir haben schon mehr als darüber nachgedacht. Das hättest du nicht erwartet, habe ich recht? Oh, na ja, nein, nein, aber bestimmt war das mein Fehler. Mom, ich liebe sie. Und ich will für immer zusammenbleiben mit Aurora. Ich habe sie gefragt, ob sie mich heiraten will. Heißt das, ihr seid verlobt? Nun ja, es gab keine offizielle Verlautbarung oder so, aber Mom, ich weiß genau, dass ich nie eine andere als sie lieben werde. Ja, wenn die Sache so ist, dann freue ich mich für dich, Schatz. Du wirst nicht versuchen, mich davon abzubringen? Wenn du mit Aurora glücklich bist, warum sollte ich das verhindern wollen? Das ist doch die Hauptsache. Du bist die Größte. Ihr habt miteinander geschlafen, ja? Das war nicht geplant oder so.
Ich meine, wir wollten eigentlich warten, bis wir verheiratet sind, aber an diesem Tag, als ich aussagen musste, da... Ich weiß nicht, da bin ich ein völliges Wrack gewesen. Ich hatte das Gefühl, BJ zu verraten, obwohl sie ja selbst wollte, dass ich aussage. Aha. Na, jedenfalls am Abend waren wir dann zusammen im Jazz, weißt du noch? Mhm. Ja, und irgendwann an diesem Abend war der Punkt erreicht, wo ich es nicht mehr ertragen konnte. Ihr wart alle reichlich ausgelassen und dann war da noch zu allem Übel dauernd diese Carla um uns rum. Die kann ich sowieso nicht ausstehen. Ich wollte nur noch raus, nur noch weg, Ruhe finden, diesen Druck in meinem Kopf loswerden. Wir haben am Strand gesessen und irgendwie, wie soll ich sagen, war auf einmal nichts mehr von Wichtigkeit, bis auf unsere Gefühle. Und Aurora hat gesagt, dass sie mich unheimlich lieben würde. Naja, und dann... Naja, du weißt schon, dann ist das einfach passiert. Und du warst hoffentlich sehr liebevoll. Ja, sicher. Mom, ich meine, du weißt ja, dass es auch für mich das erste Mal war. Ich kann nur sagen, ich habe nicht einmal geahnt, was für ein unbeschreibliches Gefühl das ist, dem Menschen, den man liebt, so nahe zu sein. Das klingt, als wäre es sehr schön für dich gewesen. Wieso dann aber das lange Gesicht? Ich meine, hast du vielleicht im Nachhinein Zweifel? Ja, ich denke, es... Ich weiß nicht, ich frage mich, ob es nicht vielleicht doch falsch war, es zu tun. Warum denkst du das? Wegen der Art, wie es passiert ist. Aurora war... Naja, sie wollte mir helfen, weil es mir schlecht ging. Und... Ich weiß nicht, aber ich habe sie damit vielleicht in gewisser Weise zu sehr unter Druck gesetzt. Verstehst du? Hast du den Eindruck, dass sie es bereut hat? Nein. Weißt du, mein Schatz, ich will dir mal was über die Liebe erzählen. Sie ist nichts, was uns automatisch zusteht. Sie ist nicht irgendein Geburtsrecht. Sie ist ein Geschenk. Das zweifellos beglückendste und schönste Geschenk, das du bekommen kannst. Und wenn dir jemand dieses Geschenk mit so viel Leidenschaft und Selbstlosigkeit darbietet, wie Aurora es getan hat, solltest du dich glücklich schätzen, es mit Freude annehmen und festhalten, nicht fragen und zweifeln. Nicht für einen Augenblick. Und hatte sie recht? Ging's dir dann besser? Ja. Gut. Dann war es auch nicht falsch. Dann wird keiner von euch es je zu bereuen haben. Weil du und Aurora dann wirklich füreinander bestimmt seid. Und wenn man sich wirklich liebt, ist jeder Weg der richtige. Ja, das weiß ich. Oh, tatsächlich ja? Ja, habe ich bei dir und Dad gesehen, seit ich für so etwas Augen hatte. Wir sind schon ein Team. Ja. Die hoffnungslosen Romantiker. Mom, ich möchte, dass du weißt, wie froh ich bin, dass du mir zuhörst und dass du mich verstehst. Das ist doch meine Pflicht, Sawyer. Und mein Privileg. Und wenn es schon um die wertvollsten Geschenke im Leben geht, dann bist du meins. Ich hab dich so lieb, Mom. Du willst wirklich was für mich tun, im Ernst? Wenn ich kann. Dann besorg mir einen anderen Arzt. Jetzt hör mal, ja? Ist dieses Melodram wirklich nötig? Du hast mich gesucht und gefunden. Du bist mein Sohn. Ja, ich bin vielleicht dein Sohn, aber du bist kein Vater für mich. Das bist du nie gewesen, also vergiss es doch einfach. Hör mir erst mal zu. Spar dir die Mühe. Denk nicht, dass du noch irgendwas ändern kannst.
Hallo, hier ist Sissy Capwell. Nein, ich will nicht abbestellen. Ich wollte nur fragen, ob meine Verabredung vielleicht zufällig schon eingetroffen ist. Angela Cassidy. Ja, verstehe. Nein, ich dachte, wir haben uns vielleicht missverstanden und sie wartet da auf mich. Nein, halten Sie den Tisch frei. Wir werden nur etwas später kommen. Sie kennen ja die Frauen. Ja, haben Sie. Vielen Dank. Was ist denn da los? Wo kann sie denn bloß stecken? Oh, Ted. Oh Gott. Oh, Ted. Es ist wirklich gebrochen. Der Knochen hier ist gesplittert. Ich kann es richtig durch die Haut fühlen. So genau wollte ich es eigentlich gar nicht wissen, ehrlich. Warte. Pass auf, was du machst, bitte. Ja, wenn ich nur wüsste, was ich machen soll, aber ich bin kein Arzt. Ich bin auch nicht mal mit einem ausgegangen. Hilfe! Was machst du da? Das ist doch Unsinn. Hört mich denn keiner? Wir brauchen Angela, Hilfe. Hör auf. Das ist doch völlig sinnlos. Woher willst du das wissen? Wir sind viel zu tief unter der Erde. Was sollen wir denn deiner Meinung nach tun? Da sitzen und schon mal unser Testament machen, ja? Der Tunnel muss irgendwo einen Ausgang haben. Suchen wir den. Wie denn, Ted? Du kannst ja nicht mal laufen. Ja, wir brauchen irgendwie eine Krücke für mich, einen Stock oder irgend sowas. Okay. Also such danach. Ja. Ist eine gute Idee. Ja, aber warte vorher. Gib mir was zu trinken. Ich habe im Rucksack eine Wasserflasche. Rucksack. Kopf hoch. Komm her. Ich habe es. Ist es besser? Danke. Ted? Ich glaube, du hast Fieber. Ist halb so wild. Hast du schlimme Schmerzen? Schlimmer, als du dir vorstellen kannst. Ted, sag mir, was ich machen soll. Geht's dir gut? Ja. Gut, ich brauche eine Schiene für mein Bein. Eine Schiene? Du musst das Bein schienen, okay? Hey. Du musst einfach nur ein Stück Holz suchen, weiter nichts. Okay. Alles klar? Ja. Gut, dann werden wir weitersehen. Ich finde was. Keine Sorge, ich bin gleich zurück. Du bist wütend auf mich, das kann ich verstehen. Aber warum redest du nicht mit mir über deine Gefühle? Nicht mal übers Wetter will ich mit dir reden, geschweige denn über meine Gefühle. Dich interessieren doch meine Gefühle überhaupt nicht. Meine Mutter hat dir nie was bedeutet. Genauso wenig wie ich. Das siehst du völlig falsch. Es war mir immer wichtig. Ach, hör doch auf. Versuch nicht, mir was vorzumachen. Der einzige Mensch, den du je geliebt hast, ist diese Mariah gewesen. Und diese Frau hat alles zerstört, was zwischen dir und meiner Mutter hätte sein können. Mariah war nun einmal mein Schicksal. Und ich habe all die Jahre gut für dich gesorgt. Oh ja, du hast Geld geschickt. Kleinlich warst du nicht. Ich besuchte nur die besten Schulen, hatte die feinsten Klamotten, ja. Aber es ist eben verdammt schwierig, Gefühle in Briefumschläge zu packen. Oder nicht, Dad? Verstehe. Offenbar willst du wirklich nicht mit mir reden. Du willst mich nur mit Vorwürfen überhäufen, seien sie nun berechtigt oder nicht. Aber weißt du was, das habe ich nicht nötig. Wenn du dich irgendwann ernsthaft mit mir unterhalten willst, sag mir Bescheid. Rechne lieber nicht damit, weil ich nicht mehr lange hier sein werde. Ein bisschen wird es schon noch dauern. Du meine Güte, was ist denn das? Gefällt's dir? Na, was für eine Frage. Wie lieb von dir. Danke. Danke, mein Schatz. Weißt du, ich dachte, du musst mal eine kleine Pause machen. Habe ich nicht die liebevollste Tochter, die man sich vorstellen kann? Ich würde sagen, ja.
Doktor! Giovanni ist nicht in seinem Zimmer! Mein Doktor, Gott, Giovanni! Ich will hier weg! Du gehst nirgendwo hin, außer ins Bett, wo du hingehörst. Mein Gott, was sollte denn dieser Auftritt? Hm? Was wolltest du damit erreichen? Kannst du mir das sagen? Gefällt es dir im Krankenhaus so gut, dass du noch ein bisschen länger bleiben willst? Ich will nur eins weg von dir, und zwar so weit wie möglich. Maika, was um Himmels Willen ist denn hier los? Das erkläre ich später. Daddy, wer ist denn das? Verzeih mir, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Giovanni De Angelis, dein Halbbruder. Nein, nein, danke, Rachel. Ted? Oh, Entschuldigung. Hast du jetzt sogar schon einen Schlüssel? Rosa hat mich reingelassen. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich hörte jemanden reden und dachte, es wäre Ted. Nein, der ist nicht da. Anscheinend sucht hier jeder irgendjemanden. Ich suche Angela. Sie ist auch verschwunden. Angela ist verschwunden? Ja. Und nachdem ich jeden in der Stadt, der sie kennt, vergeblich angerufen habe, sollte ich jetzt vielleicht allmählich doch die Polizei verständigen. Oh, Sissi, bitte. Wirklich. Meinst du nicht, dass du es mit deiner Sorge ein klein bisschen übertreibst? Hm? Tja, Pfadfinderinnen können sowas. Du warst Pfadfinderin? Ja, und eine der besten. Ich hätte so gern gesehen, du in der kleinen grünen Uniform. Vielleicht führst du mir das irgendwann mal vor. Warum machst du das alles? Oh, ich bitte dich, was für eine blöde Frage. Du bist verletzt. Was soll ich denn sonst tun? Abhauen und dich hier liegen lassen? Könntest du tun. Aber du bist noch hier, also darf ich immerhin hoffen, dass du vielleicht doch noch was für mich empfindest. Wir sollten diese Diskussion jetzt nicht fortführen. Okay. Dann beiß mal die Zähne zusammen. Wieso? Weil ich das Bein anheben muss und das wird wehtun. Warte. Nein, warte einen Moment. Es muss sein. Oh Gott. Okay. Also dann. Kann ich? Nein, noch nicht. Sag mir wann. Lass. Okay. Eins. Zwei, drei. Ich war einverstanden mit allem, was du wolltest. Du wolltest einigen Spielraum und mehr Zeit, bitte sehr. Du wolltest unbedingt Lily Blake reinlegen. Und ich, mein Schatz, habe dir bei der Inszenierung geholfen, so gut ich konnte. Aber es brodelt in mir wie in einem Dampfkessel. Und solche Dinger können leicht explodieren, wenn der Druck zu sehr wächst und keiner ein Ventil öffnet. Bitte hör auf, sag nicht solche Sachen. Es macht mir Angst, wenn du so mit mir redest. Was du nicht sagst. Aber keine Sorge, Lisa. Es ist alles gut, solange ich bekomme, was ich will. Lass los, mit doch, Lisa, Lisa, hör damit Lisa. Auf! Etwas zu viel. Ich glaube, du vergisst hin und wieder, dass du ganz allein mir gehörst. Also schenken wir Rafe reinen Wein ein. Dann kannst du endlich mit einem richtigen Mann zusammen sein, mein Schatz. Einem, der zu dir passt. Rich! Rich, das ist der falsche Moment. Nicht jetzt! Wieso nicht jetzt? Bitte. Wenn du mir einen Kuss gibst. Nur einen Kuss. Jetzt gleich. Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Einfach als eine Art Pfand. Lisa, hast du irgendwie eine Aversion gegen mich? Antworte mir! Aber nein, Rich. Der
dich hatte ich hier nicht erwartet, Rich. Rich wollte auch gerade aufbrechen. Rafe. Ja, Rich. Wir sind wie einsame Schiffe, die in der Dunkelheit ihre Bahn ziehen. Ein sehr treffendes Bild, meint ihr nicht? Was sollte das bedeuten? Muss ich das unbedingt verstehen? Er redet doch immer dummes Zeug. Tja, da ist allerdings was dran. Lisa, die Luft hier drin ist so dick, dass man sie schneiden könnte. Was war hier los? Du wirst doch nicht anfangen, Wahnvorstellungen zu entwickeln. Nichts war hier los. Absolut gar nichts. Würdest du vielleicht deinen Allerwertesten von meinem Schreibtisch entfernen? Danke sehr. Und jetzt erklär mir bitte, was du meinst. Ich halte es einfach für etwas übereilt, jetzt schon an die Polizei zu denken. Ich meine, Angela ist kein kleines Kind. Es ist nicht Angelas Art, eine Verabredung platzen zu lassen. Sie würde absagen. Oder weißt du irgendwas, das du mir nicht sagen willst? Sissy, wirklich, was sollte ich wohl wissen? Denkst du, ihre Geheimnisse verrät sie ausgerechnet mir? Wohl kaum. Hast du nicht irgendetwas zu tun? Klar, ich warte auf Ted. Ted ist auch verschwunden, ja? Ja, hier ist Sissy Capwell. Ich möchte eine Vermisstenmeldung aufgeben. Seit etwa 5 Stunden. Ich schwöre dir, Ted, solltest du da sein, wo ich vermute, breche ich dir eigenhändig das Genick. Ich finde, das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Es stimmt, Aurora, Giovanni ist dein Halbbruder. Tut mir leid, dass du es so erfährst. Ich wusste nicht, dass er hier auftauchen würde. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe einen Bruder und du hast nie etwas davon erwähnt. Er ist auch für mich selbst ein Fremder. Er war all die Jahre bei seiner Mutter in Salerno. Und wer ist seine Mutter? Ob du es glaubst oder nicht. Ich kann mich kaum noch an sie erinnern. Wir hatten eine Affäre, ja. Kommt mir vor, als wäre es 1000 Jahre her. Dann fuhr ich nach Amerika und da traf ich Mariah. Scheinbar hat ihn seine Mutter furchtbar gegen mich aufgehetzt. Und wieso ist er hergekommen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Als ich ihn operiert habe, wusste ich noch nicht einmal, wer er ist. Wofür hältst du mich eigentlich? Für ein Monster vielleicht? Nein, nein, gar nicht. Ich wollte... Warum stehst du da so im Halbdunkel? Hübsch, ja? Vermutlich kommst du nach der unvergleichlichen Mariah. Bist du auch so eine Schlange wie sie? Ich weiß nicht, was für ein Problem du hast. Ist mir auch egal. Aber so redest du nicht mit ihr, es sei denn, du willst dich mit mir anlegen. Und angesichts deiner derzeitigen Verfassung wäre das nicht besonders klug. Haben wir uns verstanden? Schon gut, Sawyer. Ich finde seine Wut absolut verständlich. Giovanni, ich bin nicht dein Feind. Ich wäre vielmehr gern dein Freund. Wir sind doch verwandt. Höflich bist du nicht gerade, Kumpel. Du solltest wirklich lernen, dich ein bisschen besser zu benehmen. Ist alles in Ordnung hier oder soll ich lieber Dr. DeAngelis holen? Nein, wir kommen zurecht. Es wäre besser, wenn nein, ich dabei Nein, Micah, nein, warten Sie. Lassen Sie die Kinder das unter sich ausmachen. Der Junge hat einen solchen Hass auf Sie. Sie können da drin im Moment überhaupt nicht helfen. Da haben Sie vielleicht recht. Ganz bestimmt habe ich recht. Ist schon merkwürdig.
Er ist mein Sohn und ich kenne ihn überhaupt nicht. Oh, das kann sich doch ändern. Und das Allerschlimmste ist, dass ich kaum etwas für ihn empfinde. Ich komme mir vor wie ein Monster. Er ist doch immerhin mein Sohn. Aber Sie sagten selbst, Sie kannten ihn bisher gar nicht. Jetzt haben Sie die Chance, das zu ändern. Ich bin nicht sicher, ob ich das möchte. Ich glaube, ich gehe jetzt doch lieber rein. Was ist? Kommen Sie mit? Danke. Na gut. Entschuldigt. Giovanni, weiß deine Mutter, wo du bist? Sonst würde ich sie anrufen und ihr Bescheid sagen. Das kannst du dir sparen. Meine Mutter ist tot. Ach, du zitterst ja am ganzen Leib. Nein, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Wirklich, keine Sorge. Ich glaube, du hast Fieber. Hast du auch Aspirin in deinem Rucksack? Hm. Nein? Nein, nicht... Warte. Geh sparsam mit dem Wasser um, ja? Warum suchst du nicht lieber nach einem Ausgang? Ich werde ohne dich nirgendwo hingehen. Ja, ich bin im Moment nicht so übermäßig gut zu Fuß. Überleg mal, wenn ich mich verlaufe oder... oder noch einen Einsturz verursache. Ich könnte dich für immer verlieren. Meinst du, dass sie nach uns suchen werden? Klar. Ja. Und CC wahrscheinlich als Erster. Hm? Ja. Und wie erklären wir das hier am besten? Tja, also... Ich glaube, wir haben noch etwas Zeit, uns da was auszudenken. Vor morgen früh findet uns hier sicher keiner. Vielleicht sollten wir die Lampe etwas runterdrehen, um die Batterien zu schonen. Die perfekte Pfadfinderin. Ich hasse es, dich in diesem Zustand zu sehen. Und ich hasse es, in dem Zustand gesehen zu werden. Da wären wir uns ja einig. Hey. Danke. Für deine Hilfe und überhaupt für alles. Bedeutet mir eine Menge. Wir sollten uns ein bisschen ausruhen, ja? Okay. Sie vermissen uns bestimmt schon und suchen nach uns. Morgen werden sie uns hier rausholen. Ja. Ja, du hast bestimmt recht. Mhm. Angela? Alles in Ordnung? Ja. Hm. Hm? Ja, mir geht es gut. Schön. Ted? Mhm. Ich hab Angst. Komm her. Komm her. Aber nicht an mein Bein. Und jetzt? Jetzt besser? Ja. Viel besser. Ist erst 14 Jahre alt, trägt eine superklasse Zahnspange, aber auch gerne ultrakurze Miniröcke und hohe Schuhe. Sehr zum Ärger ihrer Mutter, denn sie hat schon mehr Erfahrung mit Jungs, als der Mutter eigentlich lieb ist. Unser Thema heute um 14 Uhr. Ihr seid noch viel zu jung zum Sex.